Aufzeichnung, dass wir dann auch zügig durchkommen und auch den Hauptanteil in Richtung Christian und Andrea weiterführen lassen können. Ich wollte gerne einen kurzen Aufschlag machen. Heute geht es nicht primär um WDW, aber wir treffen uns im Format von WDW. Bei DATEV heißt das, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß. Richtig, Christian? Ja, ne? Genau. Perfekt. Manchmal verwechsel ich es und sage es falsch rum, aber ich glaube, diesmal war es richtig. Genau. Mir ist ganz wichtig zu verstehen, heute für euch, hier kommen zwei Communities gerade zusammen. Also wir versuchen gerade Netzwerke und deren Gehirne und Neuronen miteinander zu verknüpfen. Das ist also ein ganz tolles Live-Experiment heute. Wir haben einerseits die DATEV-Community intern, die dieses Format WDW lebt und auch in die Sessions live reingeht. Der Link wurde nämlich intern geteilt, hat mir Christian vorhin nochmal gesagt. Und andererseits haben wir unsere Corporate Learning Community mit dem MOOC. Und diese beiden Communities kommen heute zusammen und werden ein Live-Experiment erleben, nämlich im Stile und Format des WDW haben wir heute zum Inhalt den Lernpfad digitales Ökosystem. Also ein Lernpfad, den man als Learning Circle durchlaufen kann über mehrere Wochen, wo man sich gemeinsam zusammentun und lernen kann miteinander. Und wie das genau funktioniert und was da alles drin steckt, ganz viel kann ich schon mal verraten. Ich kenne den Lernpfad nämlich. Wir haben auch eine kleine Studie dazu beigetragen. Insofern ein ganz toller Lernpfad, wie das alles funktioniert. Dafür haben wir heute von der DATEV die Andrea und den Christian im Boot. Und die werden euch genauer vorstellen und zeigen, wie das geht. Lasst euch überraschen und seid gespannt. Und wir machen das Ganze auch ein bisschen interaktiv, habe ich von Christian gehört. Ich bin gespannt, wie es geht. The stage is yours. Los geht's. Lieber Marcel, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich, das ist richtig spannend. Und bevor ich euch verrate, um was es geht, sagen wir erst was zu unseren Personen. Ich bin der Christian, ich bin im Bereich der DATEV, dem Chief Operating Office Stabsstelle Diversity and Transformation aktiv und gestalte Plattformen organisationalen Lernens. Und eine dieser Plattformen nennt sich Learning Circle Experience, Peer Learning aktivieren. Und da habe ich die Andrea kennengelernt. Andrea, was machst du denn bei der DATEV? Hi zusammen, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Teil des Ökosystem-Office in der DATEV und ja, Christian hat quasi den Auftrag bekommen, das Thema digitale Ökosysteme sowohl DATEV intern als auch extern mal ein bisschen aufzubereiten und den Mitarbeitern näher zu bringen oder auch dann entsprechenden Externen näher zu bringen. Und nachdem ich im Ökosystem-Office tätig war, damals noch als Werkstudentin, durfte ich diesen Ökosystem-Lernpfad gestalten und durchführen. Und wisst ihr, ich bin ja als alter Personalentwickler extrem glücklich, aber dass die Andrea, ihr lieben LernOS-ExpertInnen, einen Lernpfad geschrieben hat, ohne selber jemals einen Lernpfad als Expertin besucht zu haben, weil sie einfach das gute Material, was in der Community da war, mit dem Ökosystem-Kompetenzthema zusammengebracht hat, das freut mich besonders. Und Marcel hat schon angedeutet, wir haben im Rahmen der MOOC-Woche an dem Mittwoch das Thema, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, als Peer-Learning-Programm auf die Agenda gesetzt. Ich weiß gar nicht, es sind Simon, Andreas, Mira und Andi in der Haus als Erfinderinnen des WDW-Systems. Die haben von Shakila Wan von der Telekom Lex auf einem Digicamp kennengelernt und gedacht, das, was die Telekom kann, können wir auch. Und ich glaube, so circa seit 1,5, 2 Jahren gibt es jetzt dieses Programm bei der DATEV, wo wir als Mitarbeiter mit 2 Klicks einen Sessionraum anlegen können und unser Wissen teilen. Und das habe ich gemacht. Das heißt, diese Session heute ist auch Teil des WDW-Programms bei der DATEV. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wer deswegen heute hier ist oder wer da ist, weil er den Massive Open Online Kurs gelesen hat. Das ist mir jetzt aber auch egal. Ich habe ein Ziel. Wir haben ein Ziel, die Andrea und ich. Ich möchte möglichst viele Lernerinnen für einen Lernpfad digitales Ökosystem gewinnen, der im März im Rahmen des DigiCamp startet. Und ich möchte so viele interne und externe dazu motivieren. Deswegen ist mein Ziel heute, ihr könnt alles fragen zu WDW, ihr könnt alles fragen zum Peer Learning im Allgemeinen.
Und ihr könnt alles fragen zum Lernpfad. Hauptsache, ihr erzählt möglichst vielen Menschen, dass man ab März in der Dativ in coolen Lerncircles lernen kann, wie digitale Ökosysteme funktionieren. Und ich kann euch sagen, nachdem ich jetzt in Woche 12 von diesem Lernpfad bin, es gibt einiges zu lernen, vor allem wenn ihr glaubt, ihr wisst schon alles über digitale Ökosysteme, dann empfehle ich dringend, diesen Lernpfad zu durchlaufen, weil der einiges an Überraschungen bietet. Und damit wir wissen, wer und welchen Grund euch hierher geführt hat, lade ich euch jetzt ein mit diesem wunderbaren Chat-System, mal auf die Themen, die ich euch jetzt anbiete, mit einem Icon eurer Wahl zu reagieren, warum ihr heute da seid. Ist es WDW im Spezifischen, ihr wollt mehr darüber wissen? Ist es Peer Learning im Allgemeinen oder ist es schon der Lernpfad Digitales Ökosystem, der euch hierher geführt hat und ihr klickt oder macht jetzt irgendwie mit euren Teams-Kompetenzen ein Zeichen auf, ihr dürft auch mehrere, ihr dürft auch alle drei wählen. Und Andrea und ich werden in Abhängigkeit der gebildeten Meinung so ein bisschen unsere Schwerpunkte darlegen. Was wir uns gedacht haben für heute ist, dass wir im engeren Sinn, wie wir das bei der WDW-Session heute auch versprochen haben, wir werden euch einen Eindruck geben, warum machen wir einen Lernpfad digitales Ökosystem? Wie haben wir den gemacht? Was für Erfahrungen haben wir jetzt mit den 5 Pilotgruppen gemacht? Und wir werden, je nachdem, wie sich das verteilt, so ein bisschen auf die jeweiligen Punkte eingehen. Und mir ist es, wie Karl-Heinz und Marcel schon gesagt haben, so wichtig, dass ihr uns möglichst löchert. Ich habe mit der Andrea gestern besprochen, sie wird so 15 bis 20 Minuten mal so einen Impuls geben, den Andrea glaubt, mit euch teilen zu wollen, damit ihr ein Gefühl kriegt, was für einen Punkt wir haben. Und dann sind wir aber auf jeden Fall anschließend noch in der Zeit, um die Fragen von euch zu beantworten, dass wir möglichst dialogisch das tun. Also, schau mal an, Andrea, wir haben eine recht schöne drei verteilte. Wir müssen alle drei Themen auf jeden Fall ordentlich berücksichtigen. Es gibt keinen eindeutigen Schwerpunkt, aber guck mal, wie viele Lernpfad digitales Ökosystem haben. Wir sind also total richtig im Spur, dass wir mit dem Thema anfangen. Ich habe 2017 Working Out Loud kennengelernt. Lati, es gibt keine Zufälle im Leben. Lati, Karl-Heinz hat mir in die erste Woche null erklärt und ich habe nichts verstanden, um was es geht. Was soll denn das? Stefan, wir haben irgendwann, ich glaube, du warst mein zweiter Circle, du warst dann schon in meinem zweiten Circle, wo wir das gemacht haben. Das heißt, Peer Learning habe ich noch nicht so lange in meiner Berufslaufbahn kennengelernt, viel zu spät kennengelernt und würde sagen, dass das der größte Hebel für die Veränderung von Organisationen ist, weil das strukturierte Lernen in einer festen Gruppe in 12 Wochen löst so viel Persönliches bei jedem Einzelnen aus und erlaubt aber dennoch, dass es auch einen strukturierten, was braucht die Organisation, nämlich in dem Fall bei uns Kompetenz im Bereich Ökosystem zu verteilen. Deswegen möchte ich unbedingt, dass Peer Learning vor allem in den Top-Management und Management-Gedanken, dass sie ihre Leute animieren lassen, dass sie es freigesteuert in Lernpfaden lernen. Und weil das nicht nur für mich 2017 Neuland ist, sondern auch noch von viele Kollegen Neuland ist, glaube ich, ist es gut, sowohl darüber zu reden, als auch Erfahrungen zu teilen. Und Andrea, du teilst den Bildschirm und erzählst mal, wie wir geglaubt haben, einen Lernpfad digitales Ökosystem zu erstellen. So, ihr müsstet jetzt meinen Bildschirm sehen, ist das korrekt? Ja. Sehr schön, genau. Also, so. Erstmal, was möchte ich denn heute euch in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein bisschen erklären? Zunächst einmal möchte ich das Konzept von LernOS euch ein bisschen näher bringen, nachdem ich auch nicht weiß, wie viele sich tatsächlich schon mit dem Konzept näher auseinandergesetzt haben und welche vielleicht davon noch nie gehört haben. Dann möchte ich den Lernpfad Digitale Ökosysteme kurz vorstellen, dann auch einen kleinen Exkurs in die Live-Variante gehen. Wir sind nämlich mittlerweile auch schon online. Und als letztes möchte ich noch ein paar Stimmen aus den bisherigen Circles zeigen, um eben zu zeigen, dass dieser Lernpfad durchaus positive Effekte haben kann, sowohl im Peer-Learning-Sinne als auch im digitalen Ökosystem. Als nächstes natürlich, was ist LernOS überhaupt? LernOS ist eine sehr moderne Lernmethode, die sowohl für Einzelpersonen, Teams, aber auch Organisationen gut geeignet ist.
sind, weil man eben auf die individuellen Bedürfnisse sehr gut eingehen kann. Die Idee hinter Lerno ist, dass man Mindset, Skillset und eben auch Toolset erlernen kann mit Hilfe von Lernpfaden und eben auch Leitfäden. Die Idee dahinter steht, dass man eben durch dieses kontinuierliche Lernen und selbstorganisierte Lernen auf eben diese ständig verändernde Welt viel, viel besser reagieren kann, weil man eben kontinuierlich lernt und nicht sich alle paar Monate mal vielleicht einen Podcast anhört oder einen Artikel durchliest, sondern dass man kontinuierlich an den Themen arbeitet und sich vor allem auch im Austausch und Diskurs mit anderen Menschen befindet und dementsprechend eine deutlich intensivere Lernerfahrung hat, als wenn man sich einen Artikel durchliest. Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich persönlich, ist, dass die Inhalte von LernOS kostenfrei zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass man keine wirklichen Einstiegsbarrieren hat. Alle Inhalte kann jeder Mann jederzeit abrufen. Ich werde auch später noch den Link zu unserem Lernpfad teilen. Das heißt, falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch dann auch sofort durchklicken und idealerweise gleich Lernzirkel bilden und loslegen. Der Zeitaufwand sind so 1 bis 2 Stunden pro Woche, die angesetzt werden. Das Ganze variiert natürlich auch sehr stark, je nachdem, wie viel man sich auch individuell mit den Themen beschäftigen möchte. Man kann natürlich deutlich mehr Zeit investieren, man kann aber auch deutlich weniger Zeit investieren. Das liegt immer bei den Circles und je nachdem, wie man sich abspricht. Das insgesamte empfohlene Vorgehen ist die sogenannte Flipped Classroom-Methode. Das bedeutet, dass man sich selber schon mal die entsprechenden Wochen anschaut, sich selber schon alleine vorbereitet, vielleicht die Aufgaben schon mal durchliest, erste Ideen sammelt und dann eben gemeinsam als Gruppe zusammenkommt und hier eben der Austausch wirklich stattfindet, hier wirklich in die Diskussion zu gehen und hier eine intensive Lernerfahrung zu haben. So ein allgemeines Vorgehen ist, dass man sich zuerst auf der LernOS-Seite einen Lernpart aussucht, der in einem bestimmten Weise anspricht, wo man sagt, hey, das ist ein cooles Thema, würde ich gerne machen. Dann überlegt man sich einen Bearbeitungszeitraum, wann es einem am besten passt, ob das jetzt morgen oder in einem halben Jahr ist. Der nächste Schritt ist natürlich ganz essentiell. Es ist die Frage, möchte ich das Ganze alleine als Tandem oder eben als Circle machen? Die Empfehlung ist natürlich ganz klar, einen Circle zu bedienen, um eben hier diesen wirklichen Austausch zu haben, damit man eben diese tolle Lernerfahrung machen kann. Und dann kann man sich als nächsten Schritt mit der Community entsprechend vernetzen. Vor allem, wenn man sagt, ich würde es gerne als Circle machen, habe aber leider keinen, kann man eben über die Community weitere Lernpartner finden, damit man gemeinsam diese Lernerfahrung durchmachen kann. Jetzt möchte ich euch mal kurz ein bisschen näher bringen, wie denn ein LernOS-Lernpart so ganz allgemein aufgebaut ist. In eigentlich jedem Lernpfad gibt es eben eine Anleitung für diese 12- bzw. 13-wöchige Lernreise. Dabei sind immer Denkanstöße und auch Tipps und Tricks und Leitfragen integriert. Das heißt, ihr müsst euch nicht da selber irgendwas ausdenken, sondern ihr bekommt immer den Push mit, überlegt euch mal das, macht doch das, um eben, wie gesagt, einfach diesen Austausch zu haben. In den meisten Lernpfaden gibt es dann immer ein paar Grundlagen, die eben kurz zusammengestellt sind. Das können manchmal nur Links sein, das wird manchmal in Texten beschrieben. Das variiert dann relativ stark von den Lernpfaden. Als nächstes sind die Katas quasi, das ist auch eigentlich das Herzstück quasi von jedem Lernpfad, das sind die Übungsaufgaben. Die Übungsaufgaben können sehr stark variieren. Manchmal kann es sein, dass man irgendwie Canvas oder Tests ausfüllen muss. Es kann aber auch einfach sein, tauscht euch über eure persönlichen Erfahrungen aus. Da gibt es auch im Endeffekt keine Regeln, wie denn so eine Aufgabe gestaltet ist. Und es gibt auch keine Regeln, wie man so eine Aufgabe bearbeiten kann und muss. In den meisten Fällen gibt es dann auch noch weiterführende Literatur und Links. Wenn man sagt, das Thema war jetzt besonders spannend, da möchte ich mich tiefer einlesen, damit man eben die Option hat, da einfach noch mehr Wissen zu generieren. Und häufig gibt es dann noch Glossare, wo die wichtigsten Begriffe einfach für den Lernpfad nochmal genauer definiert sind. So schaut ein idealtypischer Verlauf aus von einem LernOS-Lernpfad. In der Woche 0 hat man die Planung. Das sind eher so die organisatorischen Themen, die man da bearbeitet. Sprich, wann trifft man sich überhaupt als Gruppe? Was für Lernziele hat man? Wie möchte man vorgehen? Weil es eben bei LernOS auch keine stringente Reihenfolge gibt. Das heißt, man könnte theoretisch auch mit Woche 10 starten, danach die Woche 8 machen und Woche 9 vielleicht auch komplett weglassen, weil es eben nur eine Idee ist, ein Vorschlag ist. Und man muss es eben nicht von A bis Z komplett genauso machen, wie es da steht, sondern es ist, wie gesagt, einfach ein Denkanstoß, ein Impuls.
In den Wochen 1 bis 11 sind es dann im Normalfall die Inhaltswochen, die je nach Lernpfad verschiedene Themen ansprechen. Und in Woche 12 kommt man dann in die Retrospektive, wo man sich als Gruppe wieder gemeinsam zusammensetzt und schaut, was war gut, was hätte man besser machen können. Möchte man vielleicht gemeinsam einen weiteren Lernpfad bearbeiten oder sagt man einfach, das war jetzt eine Erfahrung, aber das ist nicht meine Art und Weise zu lernen, was dann natürlich auch vollkommen okay ist. Ich zeige euch jetzt verschiedene Auszüge aus Lern-OS-Lernpfaden, um eben hier auch zu zeigen, dass es kein wirkliches richtig und falsch gibt, wie eben so Lernpfade aussehen können. Links seht ihr beispielsweise, das ist so ein bisschen der Mittelweg zwischen zwei anderen Extremformen, dass man sagt, das ist ein bisschen Text, das ist ein bisschen Anstoß, das sind Aufgaben, aber das Ganze ist nicht zu detailliert, was man dann in jedem Schritt wirklich machen muss. Krasse Gegenteil ist natürlich dann der Lern-OS für Organisationen, wo quasi in einem Satz die komplette Aufgabe für die Woche dargestellt ist und es keine wirklichen weiteren Informationen gibt. Andererseits ist auch der Achtsamkeit-Lernpfad sehr ausführlich. Das heißt, das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist quasi nur eine Übersicht. Und zu jedem einzelnen Punkt wird nochmal detailliert beschrieben, was denn zu tun ist und was man denn machen kann, inklusive auch die Zeitangaben. Das heißt, man sieht auch hier, jeder Lernpfad ist anders, genauso wie jeder Circle anders ist, der diesen Lernpfad durchlaufen kann. Als nächstes möchte ich quasi zu unserem Lernpfad, nämlich dem Lernpfad Digitale Ökosysteme, überspringen und euch erstmal zeigen, welche Themen wir denn überhaupt thematisieren. In der ersten Woche ist so das Ziel, wo man als Circle steht oder wo man auch persönlich steht und wo man natürlich hingehen möchte. Was sind die Lernziele? Was möchte ich erreichen, wenn ich diesen Lernpfad durchlaufe? In der ersten Inhaltswoche geht es dann tief schon direkt mit den Begriffen Digitization, Digitalisierung und digitale Transformation los. Es wird eben geschaut, was denn eigentlich der Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten ist, um erste Grundlagen zu legen. In Woche 2 gehen wir dann auf die Begrifflichkeiten von digitalen Ökosystemen ein, genauso wie wir in Woche 3 dann die Chancen und Herausforderungen herausarbeiten. In der Woche 4 werden dann die Rollen von Ökosystemen bzw. die Akteure ein bisschen näher erklärt und beleuchtet. Und in Woche 5 dann die digitalen Plattformen und Plattformgeschäftsmodelle angeschaut, weil das nämlich in den meisten Fällen die Herzstücke von digitalen Ökosystemen sind und die Plattformen eben super relevant sind. In Woche 6 schaut man sich dann die verschiedenen Arten von Ökosystemen an, weil wie bei allen Themen so einfach ist es nämlich gar nicht, diese zu kategorisieren und von anderen Arten von Ökosystemen abzugrenzen. Dann schauen wir uns die Phasen der Gestaltung an, sprich, welche Phasen durchläuft so ein Standard-digitales Ökosystem von der ersten Idee bis zum großen Konzern. Nachdem bei den meisten Fällen auch ein gewisser Monetarisierungsgedanke hinter den Ökosystemen steckt, schauen wir uns da auch dann in der Woche 8 die Monetarisierungsmöglichkeiten an. Und in der letzten Inhaltswoche in dem Sinne schaut man sich das digitale Mindset an, sprich ein bisschen die persönlichere Perspektive und wie man denn den Blickwinkel auch ändern kann. Das war dann schon inhaltlich und theoretisch sehr viel Grundlagenwissen, was in diesen ersten paar Wochen angeeignet wurde, um dann quasi dieses theoretische Grundlagenwissen auch ein bisschen noch anwenden zu können, haben wir dann drei Fallbeispiele, nämlich einerseits von uns, von DATEV, aber auch Continental und SAP konnten uns ein Fallbeispiel zur Verfügung stellen. Und hier kann dann die Circles wieder entsprechend entscheiden, ob sie alle drei Beispiele durchlaufen wollen, ob sie vielleicht ein Beispiel über 2 Wochen strecken oder auch nur 2 machen. Das ist denen wieder komplett selbst überlassen. In Woche 12 ist dann der Abschluss und die Reflexion, wie ich schon vorhin beschrieben habe, ist quasi hier die Frage, wie möchte man weitergehen? Aktuell haben wir uns ungefähr 4 Circles oder sind dabei gerade 4 Circles dabei, den Lernpfad zu durchlaufen. Und wir haben auch sehr viel Feedback erhalten, was super wichtig für uns war, damit wir eben die Schleife machen können und den Lernpfad anpassen können. Und wie ich es vorhin auch schon kurz im kleinen Kreis erwähnt habe, wir sind gerade dabei, in den nächsten 1-2 Wochen nochmal ein Update zu machen, um eben das Feedback, was wir bisher gesammelt haben, auch einzuarbeiten. Und es wird so Mitte März online kommen, dementsprechend für alle, die Mitte März starten wollen, da habt ihr dann auch die ganz top aktuelle Variante. So allgemein, so schaut es quasi aus, wenn ihr auf die Lern-OS-Seite geht. Ihr habt links die Navigationsleiste, was ein bisschen den Überblick behält zwischen den Wochen. Oben habt ihr immer den Grundlagenteil, den haben wir auch persönlich für jede Woche definiert, weil wir gesagt haben, es ist wichtig, ein paar Grundlagen zu sammeln.
Unten drunter sind dann die Cutters mit den entsprechenden Aufgaben. Hier in dem Fall sind es beispielsweise nur 2 Aufgaben. Das können aber auch mal 5 oder 6 Aufgaben sein. Aber wie gesagt, es ist keine Pflicht, es ist keine To-Do-Liste, die ihr abarbeiten müsst, sondern das ist eine Inspiration, das sind Denkanstöße, über die man diskutieren kann. Und zum Schluss haben wir die weiterführenden Links für tiefergehende Informationen. Genau, als nächstes möchte ich euch quasi in die Live-Variante mitnehmen. So schaut es quasi aus, wenn ihr auf die LernOS-Seite springt. Hier in den Willkommen und in den Grundlagen sind die allgemeinen LernOS-Grundlagen. Die sind praktisch bei jedem Lernpfad mehr oder weniger identisch. Und wenn ihr dann hier auf Lernpfad springt, seht ihr hier die einzelnen Wochen als Übersicht. Hier ist zum Beispiel das der Überblick, die Woche 0 quasi. Und wir haben erste Tipps und Tricks und Denkanstöße, über was man sprechen sollte oder welche Themen man ansprechen sollte als Gruppe, damit man einen hoffentlich möglichst erfolgreichen Learning Circle Experience hat. Wenn wir jetzt hier in die erste Woche springen, sieht man eben genau, dass wir relativ ausführlich hier die Grundlagen von den Begrifflichkeiten definiert haben. Und hier haben wir dann eben die Aufgaben, die in dem Fall 4 Stück sind und hier unten die weiterführenden Links. Wenn wir uns beispielsweise auch noch das Beispiel von Continental anschauen, sieht man eben, dass wir hier eine Case Study haben mit entsprechenden Orientierungsaufgaben, aber wie gesagt, keine Pflichtaufgaben. Ich bin auch schon fast am Ende angekommen. Ich möchte noch euch ein paar Feedback und Zitate von den Piloten zeigen, die eben den Lernpfad bisher durchgeführt haben. Das sind sowohl Zitate, die eben zu der Art und Weise von Peer Learning beschrieben wurden, aber eben auch, was uns besonders freut, sehr viel positives Feedback auch zu den Inhalten vom Lernpfad gibt. Was ich tatsächlich auch sehr schön fand, ist, dass die eine Person beschrieben hat, dass die Gruppe sehr, sehr gut zusammengepasst hat und sehr gut harmoniert hat und eben, dass man eben durch diese gemeinsamen Höhen und Tiefen eine super intensive Lernerfahrung hatte und das eben eine schöne Erfahrung war. Und natürlich für mich auch sehr schön als eine der Erstellerinnen die Aussage mit, dass die Leute erkannt haben, dass sie von digitalen Ökosystemen umgeben sind und dass es eben ein wichtiges Thema ist und was auch ein sehr zukunftsrelevantes Thema ist. Dann noch einmal kurz Werbung in eigene Sache. Wir haben 2 Sessions am DigiCamp, das wir anbieten. Einmal am 20.03. Dabei werden wir ähnlich wie heute, werde ich noch mal ein bisschen LernOS und auch den Lernpfad vorstellen. Und dann am 21.03. der neue Start für die Lernzirkel. Also wer Zeit und Lust hat, gerne vorbeikommen. Ich glaube auch, der Christian wird genau den Session-Slot noch spätestens in ein paar Wochen auf LinkedIn posten. Also folgt am besten auch dem Christian, falls ihr weitere Informationen benötigt. Vielen Dank, Andrea. Und es gibt natürlich auch eine Vernetzung mit dem Corporate Learning Camp, das parallel stattfindet. Habe ich schon gesehen, dass da daran gearbeitet wird, die beiden Sessions auch mit den beiden Communities, wie es hier auch gerade stattfindet, wieder zu vernetzen. Ganz toll, wie ihr das auch übergreifend tut. Und tatsächlich gab es 2 Fragen im Chat. Wollen wir die kurz aufgreifen oder sehr habt gerne. Ihr da Bock drauf? Absolut. Okay, sehr gerne. Und zwar einmal vom Dietmar. Er hat gefragt, woher kommen denn die Denkanstöße von den Firmen, wenn es offen ist, woher kommen dann die Inputs? Die Inputs kommen quasi von uns, von dem Lernpfad. Ich weiß nicht, ob ihr es euch angeschaut habt im Detail, aber eine der ersten Fragen war beispielsweise von Woche 1, habt ihr schon mal oder kennt ihr Unternehmen, die den Sprung verpasst haben auf eben Digitalisierung oder digitale Transformation? Beispielsweise Blockbuster ist ein bekanntes Beispiel, die eben diesen Aufsprung auf neue Technologien verpasst haben. Und über solche Fragen können eben Diskussionen angeregt werden. Und in dem Beispiel, weil es natürlich noch nicht ganz Richtung digitale Ökosysteme, sondern eher Richtung digitale Transformation. Aber je weiter ihr im Lernpfad kommt, desto mehr geht es auch dann Richtung digitale Ökosysteme. Sehr gut. Dann hat die Frage ist auch spannend. Der Impuls für diesen Lernpfad kam aus dem Gefühl, dass wir als Dativ merken, wir sind Pipeline-Business jetzt seit über 50 Jahren. Und wir haben uns massiv für die Zukunft vorgenommen, ein Ökosystem zu bilden. Wir haben mit einer großen Aufbau- und Ablauforganisatorischen Änderung 2018 auch eine Geschäftsleitung zum Thema Ökosystem Office entwickelt. Also die Chefin von Andrea ist eine Geschäftsleiterin für das Thema Ökosystem. Die gab es in den ersten 5 Jahrzehnten nicht. Und wir spürten aber, dass die Kompetenz unserer Kollegen zu diesem Thema nicht so schnell mitwächst wie der Bedarf an
Kompetenz. Und so kam die Idee. Und der Bedingung von Simon Dückert von LernOS war, ihr macht kein LernOS für DATEV-Ökosystem, sondern ihr macht ein LernOS für digitale Ökosysteme. Und so war der Impuls von uns selber kommend. Wir haben einen O-Kompetenz-Circle, wo wir innerhalb des Chief Operating Office überlegen, was für einen Bedarf haben wir an Kompetenzen. Und Ökosystemkompetenz erschien uns in der breiten Bedarfssituation so, dass wir es auf jeden Fall mit so einem Lernpfad machen. Und was die Andrea dann gemacht hat, ist ganz viel Fraunhofer Quellen. Das heißt, man muss sich natürlich beim Thema Ökosystem, gibt es in der Welt ja auch verschiedene Ansichten, Meinungen, Bilder, und das, worauf wir uns in diesen 12 Wochen konzentriert haben, ist Basismaterial von Fraunhofer. So, wer damit Schwierigkeiten hat, sollte den Lernpfad nicht besuchen, weil der würde dann wöchentlich einen Nervpunkt haben. Aber aus meiner Sicht sind die so wunderbar allgemeingültig, auch in der Art und Weise, wie die Kollegen die digitale Ökosystemthematik beschreiben, dass das mit DATEV bis auf Woche 11 eigentlich nichts zu tun hat. Mhm. Wenn ich erzähle, was in meinem Lerncircle mit einem Mitglied und einer Genossin und zwei IT-Partnern, wir haben natürlich 12 Wochen über das DATEV-Ökosystem geredet und nicht erst in Woche 11, weil wir jedes Beispiel aus unserem eigenen Ökosystem-Erfahrungsbereich machen. Aber das ist nicht notwendigerweise so. Der Circle kann sich auch über Amazon und über Spotify wunderbar 12 Wochen lang unterhalten. Auch das haben wir phasenweise gemacht. Von daher ist er wirklich inhaltlich neutral. Wenn es aber aus dem Kosmos von DATEV-Ökosystem-Stakeholdern ist, kann man wunderbar mit unseren eigenen Erfahrungen einklinken. Mhm. Die Beate hat auch eine Frage im Chat gestellt. Fühlt euch übrigens auch gerne frei, zu euch zu entmuten und auch direkt per Ton zu fragen, wenn ihr wollt. Sie hat geschrieben, sie hat den Eindruck, dass die Wochen schon ein bisschen stärker aufeinander aufbauen würden, wenn sie in den Lernpfad reinguckt. Also ihr habt euch als Schöpfer natürlich wahrscheinlich Gedanken gemacht, wie das aufgebaut sein soll, weil ihr auch meintet, man könnte es auch modularer angehen, also eine Woche weglassen oder überspringen, wie auch immer. Wie steht ihr dazu? Also empfehlt ihr klar die Reihenfolge oder sagt ihr, nee, kein Problem, man kann auch mal was weglassen oder überspringen? Also ich muss sagen, ich würde die Reihenfolge definitiv empfehlen, vor allem wenn man noch nicht so viel mit digitalen Ökosystemen Berührungspunkte hatte, weil es eben schon ein bisschen chronologischer Aufbau ist. Ich glaube, an manchen Stellen wäre es nicht schlimm, Wochen zu tauschen. Aber ich würde jetzt beispielsweise nicht mit den Fallbeispielen anfangen. Ich glaube, das wäre nicht der beste Effekt. Aber wie gesagt, ich habe es auch am Anfang ein bisschen allgemeiner gehalten. Bei uns ist es relativ chronologisch, in anderen Lernpfaden ist es gar nicht chronologisch und es baut nicht wirklich aufeinander auf. Mhm. Trotzdem bei uns die klare Empfehlung, chronologisch vorzugehen. Mhm. Das ist ganz lustig. Okay. Andrea kennt das Feedback von mir schon. Unser Circle hat sich die ersten 4 Wochen richtig gestritten, dass es immer das Gleiche sei. Das sei jede Woche doch das Gleiche und jetzt definieren wir wieder Digitalisierung und wieder. Und wir haben bis Woche 7 oder 8 gebraucht, um festzustellen, dass die Basiskompetenz aus den ersten 3 Wochen eben nicht immer das Gleiche ist, sondern fein abgestimmte Sprachunterschiede darstellt, die wir dann bei den späteren, also wenn es um Monetarisierung geht, um es um die Rollen im Ökosystem geht, plötzlich mussten wir alle wieder zurück, weil, stimmt, die Woche 3 haben wir ja schon mal gelernt, wie wir das definieren. Und im Prozess selber war das wirklich so, weil wir wirklich wochenlang gebraucht haben zu fünft, um eine gemeinsame Sprache zu bringen, weil jeder glaubt, er weiß, was er spricht und erzählt es dann so und dann versteht man sich aber überhaupt nicht. Also wir haben einfach wunderbar schön 3 Wochen aneinander vorbeigeredet und dann auch nur so getan, als ob wir das gar nicht bräuchten, weil wir wüssten ja, um was es geht. Und deswegen fand ich das so interessant, wie so eine Gruppe von 5, alle in die erfahrenen kommenden Senior Experts im wahrsten Sinn des Wortes, plötzlich merken, dass sie eigentlich keine Ahnung hatten. Und dass wir die ersten 3, 4 Wochen völlig unsauber miteinander in der sprachlichen, und dann erschien mir das noch viel schlimmer, ihr lieben DATEV-Kollegen, was wir täglich machen, weil wir seit Monaten über Ökosystem reden, aber ich befürchte, ganz weiland aneinander vorbeisprechen, weil das Basisverständnis, das wir jetzt hier über diesen Lernpfad haben, würde ich nicht als allgemein Wissen haben. Ich widerspreche mal dem Ökosystem-Office, das natürlich gerne dran hätte, dass wir das schon lange schaffen. Und wir müssen halt auch merken, wie mittelfristig das Thema ist. Es gibt jetzt dieses Office seit 4, 5 Jahren und die kommunizieren sich einen Wolf. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Organisation diese Kompetenz gleich verteilt an allen Stellen so hat. Und insofern mein Appell. Und diese Schleife noch zu Ende zu machen, die Andrea hat wunderbar Werbung gemacht. Wir machen jetzt immer bei den Digicamps
den Abschluss einer Learning Circle Experience und den Start. Das heißt, wir haben ja vierteljährlich Digicamps und wir rufen praktisch in einem Digicamp auf Bildet Circles, der Tinder-Moment, weil es ist eben nicht ganz egal, mit wem man 12 Wochen seines Lebens verbringt und nichts gegen den Zufall, aber wenn der Zufall auch noch per Bild und Ton miteinander verbunden werden kann, erhöht sich die Chance, dass man mit dem Menschen gern 12 Wochen verbringt. Das heißt, es gibt so ein Meet-and-Greet-Moment an dem zweiten Tag des Digicamps, wo sich Menschen treffen und zu allen Lernpfaden starten können. Wir haben jetzt heute ein bisschen einen in den Mittelpunkt gestellt, aber alle anderen Lernpfade von LernOS sind genauso im Angebot. Ihr könnt auch Diversity lernen, ihr könnt auch Getting Things Done und Sichtbarkeit und Vernetzung, der klassische den wir nicht wollen nennen, weil das John Stepper nicht mag, dass wir ihn wollen nennen, oder er mag es schon, aber dann dürfen wir nur seine nennen. Das heißt, wer Sichtbarkeit und Vernetzung mit Lerncircles machen will, findet es auch. Und den gibt es den Moment am zweiten Tag Digicamp, das heißt am 21.03. laden wir dieses Finde-Moment und dann sind die Gruppen eingeladen und am ersten Tag Digicamp, 20.03. treffen sich die Circles, die praktisch im November gestartet haben und machen den Abschluss ihrer übergreifenden Gruppe. Das heißt, wer mit echten, so wie jetzt mit mir als Teilnehmer sprechen will, mit den anderen auch, die treffen sich am 20.03. und machen einen Erfahrungsaustausch. Was haben sie übergreifend gelernt? Es gehört zum LernOS-Konzept auch so Boxenstops, dass sich die Lerncircle übergreifend treffen, dass man voneinander lernt, was habt denn ihr gemacht in euren Diskussionen für Erfahrungen, und das gibt es am 20.03. das Abschlusstreffen mit 5, Andrea haben wir inzwischen sogar schon 5 Circles, die den Pilot-Lernpfad gemacht haben und einigen anderen zu anderen LernOS-Themen, und dann startet am 21.03. Und die Frage, wie wir das unseren Mitgliedern sagen, er erzählt es gerne weiter, ihr seid herzlich eingeladen, allen zu erzählen, dass wir das tun. Manches ist schon bekannt. Ich sehe die Monika aus dem Außendienst. Manche Mitglieder und KundInnen sind Fans von Circles. Die empfehlen es auch weiter. Aber es sind noch wenige, die Fans von so Circles sind. Es ist jetzt kein schnell verkaufender Kompetenzpfad, würde ich jetzt mal sagen. Bei uns ist das tatsächlich auch so, dass sich teilweise so Alumni-Circles bilden. Also die machen einfach weiter. Und die sind dann sozusagen nach den 12 Wochen immer noch nicht fertig und haben so ihre vertrauliche Gruppe gebildet, der sie immer alles erzählen können über neue Baustellen, die sie so haben. Also gab es auch schon, das hat so einen Bindungseffekt aneinander, ne? Also man lernt sich kennen, man versteht sich gut, man redet auch über den Lernpfad hinaus miteinander, was einen umtreibt. Und das kann dann sehr gut helfen. Die Klammer ist natürlich die Methode, aber man kann auch darüber hinaus sich austauschen. Und wenn man im ähnlichen Metier unterwegs ist, sei es nun unternehmensübergreifend oder auch im Unternehmen. Das beantwortet, glaube ich, auch die Frage, am 21.03. kann man nur einen Learning Circle zu diesem Thema machen? Nein, man kann auch andere Methoden, ich empfehle auch Content Curation oder Sketchnoting, ganz toll, kann man ein bisschen grafisches Visualisieren kennenlernen. Guckt euch da mal rein in die LernOS-Welt, da gibt es viele spannende Circles und der digitale Ökosystem ist eigentlich jetzt der pilotierte, ganz neue, den man eben durchlaufen kann, den ihr heute vorstellt. Ne? Okay, kann man auch als Nicht-Datevler mitmachen? Ich glaube, man soll sogar, ne? Ja, genau. Also unser Wunsch wäre natürlich, dass wir möglichst vielfältige Circles bilden, wo viele Perspektiven drin sind. Also ich kann euch jetzt aus meinem eigenen Leben sagen, es ist einfach Wahnsinn, mit einer Steuerberaterin, einem IT-Partner, einem Außendienstkollegen und einer Kollegin, die bei uns Schnittstellen baut, also APIs, zusammen zu lernen. Das ist so wertvoll. Mhm. Und in Wirklichkeit, Andrea, wir haben nicht mal die Stunde pro Woche investiert. Wir haben die Stunde im Kalender gehabt, wo wir uns getroffen haben. Da haben wir alle eine halbe Stunde vorher die Charta gelesen und haben dann schlechtes Gewissen gehabt, weil wir zu wenig getan haben, wie wir eigentlich machen sollten. Und dennoch waren es so wertvolle Austauschrunden, weil selbst unser Allgemeinwissen aus der Synchronisierung der kurzen Zeit ist ein Mehrwert, den ich allein nie kriege, und ich zwinge mich mindestens die Stunde dafür zu investieren, und das hat sehr, sehr gut geklappt. Von daher bitte möglichst vielfältige Circles, und Woche 1 bis 3 sind entscheidend, um eine Kultur zu bilden.
da ist auch der Dropout am höchsten, dass die Circles nicht schaffen, über die ersten 3 Wochen drüber zu kommen. Wenn man mal angefangen hat, eine Kultur zu haben und sich zu wertschätzen, dann klappen auch die Wochen 7 bis 12 völlig problemlos. Die ersten 3 Wochen sind wirklich, da ist es gut, man hat jemanden dabei, der es schon mal gemacht hat, der einfach über die ersten Hürden hinweghelfen kann und diese großen Fragezeichen kleiner machen kann. Da würde ich einfach empfehlen. Und für die, die kommen wollen, am DigiCamp anmelden und wer sich direkt über die vorher gezeigte Schnittstelle per die E-Mail noch einreicht, den schreiben wir für Push an, dass er es nicht verpasst. Aber immer 11, am ersten Tag um 11 ist der Erfahrungsaustausch der alten Lerngruppen und am zweiten Tag um 11 trifft sich die Kick-Off für die neue. Und da ist es dann so, da gibt es eine kurze Barcamp-Vorstellungsrunde, warum seid ihr da? Dann kriegt ihr alle Gesichter und wer ist da und warum? Dann gehen die Ersten los und sagen, ich weiß schon, ich will den Lernpfad XY lernen und dann finden sich die Gruppen. Mhm. Und je nachdem, wie viele wir sind, dauert es kürzer oder länger. Und wenn man schon weiß, dass man lernen will, ist gut. Und wenn nicht, kann man sich anschließen und für sich von jemandem anzünden lassen, dem man das Gefühl hat, mit dem will ich lernen. Mhm. Vielleicht noch eine Frage in Richtung Andrea direkt, die mich so ein bisschen umtreibt. Du hast ja auch den Lernpfad jetzt mitgeschrieben sozusagen. Was würdest du denn empfehlen, was so eine ideale Länge für so eine Kata ist? Weil wir haben schon festgestellt, wenn die Katas zu lang werden und zu umfangreich sind, die Aufgaben, dann steigt natürlich die Dropout-Rate oder die Leute wollen nicht so viel davon machen, sondern nur anteilig. Also du hast ja auch Beispiele gegeben von ganz kurzen Katas bis hin zu längeren. Was wäre so deine Empfehlung für eine ideale Kata? Also ich glaube, es ist schwer, eine Empfehlung zu geben, weil es eben auch Lerntyp abhängig ist und dementsprechend schwer pauschalisierbar ist. Mhm. Ich glaube trotzdem, es ist gut, wenn sie nicht ganz so lang ist, wobei natürlich der Charme von längeren Cutters ist, dass man sich ein bisschen Cherrypicking betreiben kann und ein bisschen mehr im Input hat. Wie viel man dann natürlich umsetzt, ist anders, kann jeder selber entscheiden. Mhm. Aber vermutlich kürzer besser als länger. Okay, super. Dann kommt noch von Ulrike, grundsätzlich zur Nutzung, wenn ich als Unternehmen einen neuen LernOS-Pfad aufsetzen und pilotieren will, kontakte ich einfach LernOS und alle Pfade sind immer offen für alle Interessierte? Spannende Frage. Jetzt weiß ich gar nicht, wer ist der offiziellste LernOS-Vertreter? Karl-Heinz, magst du die Frage beantworten? Ich könnte sie aus meinem Basiswissen beantworten, bin aber nicht ganz sicher, ob ich da die richtigen Informationen teile. Ja, also der richtige LernOS-Vertreter wäre natürlich Simon, aber die sind wirklich offen für jeden. Man kann sich den Lernzirkel raussuchen oder den Lernpfad raussuchen, den man braucht. Und wenn man die Idee hat, da ist keiner für mich dabei, dann macht es Sinn, sich mal anzugucken, wie sehen die anderen aus und kann ich nicht vielleicht mit einem kleinen Team einen erstellen, so wie das die DATEV jetzt auch gemacht hat, und das dann wieder der Community zur Verfügung stellen. Also es gibt jede Menge Leute in der Community, die auch heute an weiteren Lernpfaden arbeiten, so damit die mindestens ein paar Mal pilotiert sind. Der Christian hat es vorhin schon ein paar Mal erzählt. Es muss 4-5 Mal pilotiert sein, damit es dann veröffentlicht wird. Ne? Also es braucht immer eine Weile, damit die Qualität auch wirklich stimmt. Da achtet Simon ganz mächtig drauf. Genau, und ihr seht das, wenn ihr auf den letzten Link, den ich gerade schicke, ist der Link auf die Leitfäden. Da gibt es die LernOS Toolbox. Das sind die, wo Simon sagt, ist pilotmäßig abgeschlossen und durchgeführt. Und dann gibt es Leitfäden im Entstehen. Und ihr lernt heute einen Leitfaden im Entstehen kennen. Da ist auch der LernOS Digitales Ökosystem schon verlinkt. Die sind also noch unter der Schwelle, aber sie sind schon greifbar und man kann sie auch anfassen und insofern gibt es diese zwei Kategorisierungen. Und ich kenne von Simon die Geschichte, dass es auch LernOS-Lernpfade gibt, die kommen schon fertig bei ihm an. Also da hat er gar nichts damit zu tun, da wird ihm schon das fertige Tool übergeben. Und bei anderen ist es auch so, dass wir uns in der Community zum Beispiel auf der LOSCON treffen. Und da, wir haben zum Beispiel letztes Jahr, die Andrea war auch mit dabei, wir haben uns im Juli getroffen und haben die Idee eines Lernpfads-Ökosystems dort in einer Assembly 2 Stunden diskutiert und haben uns da schon Feedback eingeholt, was sollten wir beachten, auf was für Themen, auch die Frage von Marcel, wie sind die Katas aufgebaut. Und deswegen bin ich so begeistert, dass die Andrea das eben geschafft hat, auf Basis dieser Community-Kompetenz jetzt einen für das Thema Ökosystem so zu erstellen. Das
Ja. Finde ich sehr ermutigend. Die Lernpfade sind alle unter Creative Commons Lizenz. Das heißt, sie sind eben frei verfügbar, frei verwendbar. Wenn man nur den Namen des Autors mitnennt oder die Namen, wäre das völlig okay. Das ist diese CC BY Lizenz, die es da gibt. Das heißt, frei verfügbar, nutzbar mit Namensnennung. Und was ein Lernpfad bedeutet, fragt der Dietmar noch. Also es gibt auch einen Lernpfad, der sagt, wie erstellt man einen Lernpfad? Also man kann sich an so einem Template orientieren, machen aber ganz viele auch nicht, ist nicht schlimm. Bei den Lernpfaden, die ich zum Beispiel mit erstellt habe, haben wir uns wirklich in das Thema reingebissen, haben uns dann orientiert, wie sind die anderen und haben dann geguckt, dass wir es ähnlich aufbauen und strukturieren und vielleicht auch aus den Lernpfaden, die wir selbst durchlaufen haben, so ein bisschen lernen und sagen, okay, das würden wir ein bisschen anders machen in der Kata-Formulierung zum Beispiel. Also das baut teilweise ein bisschen aufeinander auf, aber im Prinzip ist es gelebtes Praxiswissen, man bringt seine Expertise ein, wie jetzt auch bei dem neu entstehenden KI-Leitfaden, den es ja bald auch geben wird, der jetzt in der Vorversion da ist und der verprobt wird. Also man nähert sich dem Thema künstliche Intelligenz ganz allgemein über Grundlagen und geht dann in Katas rein und fängt an zu prompten, sich auszuprobieren, wie man KI-Assistenten bedienen kann, welche Tools es gibt. Also eine Übersicht zu bekommen und auch Praxis zu erleben. Das ist, glaube ich, der Anspruch, den so ein Lernpfad hat. Oder? Und ich mache jetzt einen harten Cut, Marcel, weil ich das Versprechen habe, dass fast gleichberechtigt das Thema WDW und Peer Learning interessiert ist. Und ihr seid ja in einer WDW-Session und was das heißt, zeige ich euch. Das ist jetzt ein geteilter Bildschirm unserer Intranet-Seite. Das heißt, ihr schaut auf ein Intranet. Das ist das Angebot, was die Kollegen mit WDW gebaut haben. Ihr seht hier die aktuellen Angebote. Heute ist digitale Ökosysteme und du siehst, Karl-Heinz, die gesamten MOOC ist plötzlich eine WDW-Session. Schlau wie Simon ist, hat er das so rüber verkauft. Es gibt eine Open Hour für unsere nächsten Runde Open Space Dativ, wo die Kollegen anfangen, intern solche Formate zu bewerben. Und ihr seht hier die WDW-Session auf alle die nächsten Zeit kommen, der Depressionen-Talk, die Infoveranstaltung Ruhestand, Prinzipien für laterale agiles Führen, HR-Infosession im Rahmen der Probezeit, ein Learning-Coffee zum Thema Nichts wie raus hier, physische Escape. Also unsere Community of Practice Change and Transition wird hier beworben. Und das ist jetzt ein offenes Infoangebot, wo jeder, wenn ihr hier draufklickt, Session erstellen, dann kommt ihr in so einen SharePoint-Raum und dann kann jeder Dussel, selbst ich bekomme es hin, einen SharePoint-Raum anzulegen, der dann eben mit diesen Regeln in diesem Programm veröffentlicht wird. Also ihr seht hier den Zugang in ein Dativ-weit vermarktetes Bildungsangebot und dass wir dafür einen Shaquille Awan von Lex brauchten, ist schon nicht unbedeutend, weil die Tools hatten wir ja vorher auch schon. Also es ist nicht so, dass uns das Tool gefehlt hat, weil die Tools waren ja alle da, sondern es brauchte das Vorbild, es brauchte den Mut von drei Kollegen, interessanterweise Andy Lenz, einer mit einer hohen IT-Kompetenz, Simon Burda hohe HR-Learning-Kompetenz aus dem HR-Learning-Department und Chris Knie, ein wunderbarer Kollege, der sich mit ganz vielen methodischen Wissen hat und dem das individuelle Weiterentwicklung von Kolleginnen Grund war und die haben sich ohne Auftrag gefunden und das gebildet, dass sich jetzt auch alle im Top-Management glückstrunken hinter dieses Programm stellen, liegt nicht daran, dass sie es beauftragt haben, sondern dass sie es einfach großartig finden, was entstanden ist. Und das halte ich auch für eine der Größe von Top-Management, dass man sich hinterher für etwas freut, was man vorher gar nicht beauftragt hat, sondern etwas, was als Idee aus der Gruppe kam. Soweit zum Thema WDW. Ich glaube, es ist auch ein ganz großer Vermarktungserfolg. Also es ist eben das Vermarkten einer guten Idee in einer internen Community ist der größte Erfolg, den ich den Kollegen zuschreibe. Und dazu gehörte ganz gleich, Olaf, dazu gehörte zum Beispiel der Kickoff. Ich weiß noch, die haben mich eingeladen. Wir machen so ein Brainstorming zum Thema WDW. Und ich dachte, da kommen jetzt 7, 8 Experten und wir machen so ein bisschen Brainstorming. Und ich komme in den Raum und da sind über 100 Kollegen innen. Und ich denke mir, huch, das ist aber kein kleiner Kreis. Und dann haben die drei schon genau gewusst, was sie machen und haben uns dann alle gekitzelt und haben gesagt, bevor wir jetzt anfangen zu reden, welches Thema könntet ihr als WDW-Session anbieten als Experte? Und dann ist innerhalb von 10 Minuten ist der Chat geflutet
mit über 80 potenziellen Themen, die die 100 Anwesenden sich vorstellen können, WDW-Sessions zu machen. Ich hätte heulen können, ob der Energie, die da in dem Raum war. Und mir war nach den ersten 20 Minuten klar, dass der Start dieser Nummer ein Riesenerfolg wird. Und ich glaube, fast alle von den 80 haben Wort gehalten und haben in den ersten Wochen genau zu diesen Themen WDW-Session eingegangen. Weil wirklich schwierig ist es jetzt ja nicht mehr. Also ich meine, da war auch nicht mehr viel zum Brainstormen. Das Ding war fertig. Es ging nur um die Frage, wie starten wir diesen Impuls. Das würde ich euch empfehlen. Macht es nicht verkopft, sondern schaut, dass ihr möglichst viel Energie am Anfang schon kriegt, dass das Ding schon atmet und nicht auf eine ganz kleine Gruppe beschränkt ist, sondern dass der erste Kick schon ein größerer ist, Olaf. Das wollte ich gerade unterschreiben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mich würde aber auch interessieren, Christian, inwieweit, ich meine, wir haben uns auch mal mit dem Shaquille ausgetauscht und er hat uns ja auch gesagt, er hat mal irgendwie so ein bisschen so angefangen und irgendwann wurde es ein Fulltime-Job, das Ganze durchzuführen und zu begleiten. Zwei Fragen. Wann habt ihr angefangen? Wie lange ist das her mit WDW, also Start? Und mit wie vielen Leuten betreut ihr das tatsächlich jetzt noch? Lebt es wirklich nur noch durch die einzelnen internen Experten, die einfach was tun, oder ist wie viel Begleitung, wie viel Marketing macht ihr auch noch dafür? Wenn es jemand besser weiß, KollegInnen, dann widerspricht mir. Ich glaube, es ist ungefähr 2022 gewesen. Es war ein Frühjahrs-Digicamp, wo Shaquille da war und Andy Lenz und Simon Burda und Chris Knie kannten vorher schon Shaquille und haben, glaube ich, diese Session gebraucht, um den Impuls zu setzen. Und außer Simon Burda, der hauptberuflich HR-Learner ist, und Andy Lenz, der hauptberuflich im Tech-Umfeld HR-Learning ist. Chris Knie macht es als agiler Coach, der woanders Scrum Master ist, nebenbei. Und ich weiß nicht genau, wie viele Stunden pro Woche sie investieren, aber ohne die drei würde es nicht gehen, weil dieses Kümmern und Newsletter schreiben und Vermarktungsaktivitäten machen und nicht aufhören. Ich will aber nicht, das passt zu dem Punkt, den wir am Montag diskutiert haben, wie viel Arbeitszeit geht in Lernen. Sicher investieren alle drei und sicher werden ihre Fachvorgesetzten, die ihre Arbeitskapazitäten begründen und verantworten müssen, wissen, dass sie auch dafür arbeiten. Die tun das nicht illegal. Am Montag ist der Begriff ehrenamtlich passiert. Die tun es über ihren normalen arbeitsvertraglichen Pflichten hinaus als Teil einer akzeptierten Tätigkeit bei der Organisation. Und Stefan, wie viel Prozent deiner Arbeitszeit investiert Simon Burda für WDW? Kannst du da eine Zahl nennen? Ich will keine sagen, aber nein, es ist sicher nicht. Es sind sicher nicht, also 10% vielleicht. Er macht viele andere Sachen auch noch. Insofern ist es nicht wie Shaquille ein. Ich glaube, dass es ein kulturelles Angebot ist, was auf möglichst mehreren Schultern liegt und nicht auf einer Person und auch kein Hauptberuf ist, sondern ein Angebot, das man in der Fläche, auch in der Verantwortung in der Fläche lässt. Und durch die drei Köpfe war das ein wunderbarer Start für ein Core-Team, das es aus mehreren Initiativen schon entstand. So würde ich es beschreiben. Danke. Zusammenspiel, Felix, das Zusammenspiel zwischen WDW und Communities. Wir haben als Community Change and Transition, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht, um zu entdecken, wie naheliegend es ist, unseren regelmäßigen Community-Termin auch in WDW einzustellen. Und wenn du mich fragst, warum, dann kann ich nur das sagen, dass ich 1,5 Jahre einfach zu doof war, drauf zu kommen. Weil niemand hat gesagt, ich mache es nicht, sondern wir haben einfach eine Weile gebraucht, wie attraktiv das ist, dass per Newsletter unseren COP-Termin auch geschickt wird. Und es ist natürlich so, die Leute, die sich nicht für die COP interessieren, die kommen jetzt ja auch nicht dann, wenn sie es zum dritten Mal als Einladung kriegen. Aber für manche ist es wie so ein Memo-Effekt. Ich kriege einfach eine Chance. Ah, die Woche ist wieder COP-Cat. Komm, da gucke ich hin. Und das machen, glaube ich, immer mehr Communities. Felix, ist aber nicht, es obliegt der Community, es zu tun. Und die Kollegen von WDW verhindern ja eh nicht, was sich da einreicht. Das heißt, es kann da jeder einreichen, er muss halt diesen SharePoint-Schritt gehen und es anzulegen. Sehr gut. Der Volkmar hat sich gemeldet. Ja, also lieber Andrea, lieber Christian, toll, was ihr da jetzt gerade uns wieder mitgeteilt habt und gezeigt habt. Und ich habe noch nicht so ganz klar herausgehört, ist das Ganze jetzt tatsächlich auch sozusagen in die große Unternehmensstrategie, also vom Management gefördert?
Oder ist es auch eher so, dass man sagt, okay, weil du vorhin schon sagtest, so die dürfen dann bestimmte Dinge darüber hinaus machen und so weiter. Oder ist es eher, dass es erstmal geduldet ist und man sozusagen abwartet, was passiert aus diesem kleinen Pflänzchen, was inzwischen ja schon ein schönes Blumenbeet ist. Ja, nicht nur ein Pflänzchen, sondern ein Blumenbeet. Volkmar, bezieht sich deine Frage jetzt auf WDW im Allgemeinen oder auf dem Lernpfad Ökosystem im Speziellen? Kannst du es spezifizieren? Dann kann ich entsprechend antworten. Okay, das habe ich mir gar nicht so gedacht. Ich habe einfach gedacht, diese Initiativen, die ihr da habt, insbesondere zum Peer-Learning, aber auch natürlich zum WDW, was für mich auch eine Form des Peer-Learnings ist, ja, weil ihr ja sozusagen auf derselben Ebene sozusagen arbeitet, ne? Also insofern, ich sag mal, dieses ganze Thema Peer-Learning kann ja wirklich auch eine ganz wesentliche Strategie zur Kulturveränderung sein. Und das ist jetzt meine Frage, ne? Ist das wirklich auch so strategisch angelegt worden und vom Management supported aktiv oder ist das wirklich eher eine, so, ja, ich sag mal, so ein bisschen mehr graswurzelmäßig entstanden? Ihr Kollegen von DATEV fühlt euch eingeladen, meinen Eindruck zu ergänzen, zu spezifizieren. Ich glaube, seit 2016, 2017 betreibt HR Learning Peer-Learning-Angebote aktiv. Und Volker, wenn du mich fragst, war die Breitenwirkung nicht so, wie ich mir das wünschen würde, aber nicht, weil es jemand verhindert hat, sondern weil es nicht normal ist und für viele immer noch nicht normal ist. Und dass ich jetzt ankündigen kann, dass die vorher zitierte Geschäftsleiterin von Andrea aus dem Ökosystem 12 Wochen Peer Learning mitlernt. Volkmar, ist immer noch nicht, dass ich das Gefühl habe, es ist ein strategischer Auftrag, aber dass sie und der Leiter, da hatten die Angestellte drunter, beide mir versprochen haben, sie lernen 12 Wochen mit. Und ich werde den Moment nicht vergessen. Ich sage, ja, wie? Einmal im Monat? Ich sage, nee, jede Woche eine Stunde. Okay. Okay, jetzt haben wir ja schon Ja gesagt. Also ich hoffe und ansonsten folgt mir, glaube ich, dass es schon etwas ist, was wir noch weiter stärken. Und das, was ich vorher bei Monika mit Blick auf den Außendienst, die Kunden, die es gemacht haben, die verkaufen es anschließend selber weiter. Ich durfte dieses Jahr mit 6 Kanzleien alle ihre Mitarbeiter in einem Barcamp in LearnCircles schicken, weil 3 von den 6 Chefs selber schon LearnCircles gemacht haben. Hätte ich die 3 nicht gehabt, hätte ich dieses Stoß nicht kriegen können. Und das ist so ein bisschen die Henne-Ei. Ein strategischer Auftrag wird es dann, wenn es mehr als solches auch nutzbringend erlebt haben. Und da würde ich sagen, meinen Altersgenossen und die Erfahreneren im Top-Management haben nicht automatisch alle persönliche Peer-Learning-Erfahrungen, zumindest ist die nicht automatisch da. Und weil sie dafür die Zeit sich nicht nehmen, entsteht nicht die Selbstverständlichkeit. Und das ist meine Hypothese, warum sich es nicht von selber so verkauft. Aber es ist schon mehr als gelitten. Weil wenn wir ein Top-Management haben, in dem Fall jetzt Julia Bangert als Chief HRO und Chief Operating Office, für sie ist es ein komplett Teil ihrer strategischen Bedeutung. Das heißt aber nicht, dass alle Entscheider mit ihren Kapazitäten automatisch alle nahelegen, macht doch Peer Learning. Das ist es noch nicht. Irgendwo dazwischen würde ich die Ist-Situation einschätzen. Ja, schön, aber dann seid ihr wirklich eine gute Graswurzelbewegung, die sich gegenseitig befruchtet und immer weiter wächst. Und die Gärtner sind jetzt inzwischen auch im Top-Management. Super. So ähnlich kann ich das auch bestätigen bei uns, weil das ist definitiv etwas, was sich so ein bisschen aus kleineren Initiativen rausentwickelt, wo dann so eine Art kleines Lauffeuer entsteht, wo dann immer mehr Menschen erkennen und auch Lernende sozusagen, oh, das hilft mir ja tatsächlich in dem gemeinsamen Peer, in der Peer Group neue Perspektiven zu erlangen, nach vorne zu denken. Und dann entwickelt sich es weiter und dann sagt man, okay, das könnte ich ja bei mir in der Lerninitiative oder bei dem Programm auch ganz gut verwenden. Probieren wir es da auch mal aus. Und dann diffundiert es langsam hinein in die Organisation. Es kann auch mal sein, dass es abgeschnittene Pfade gibt, wo die Leute sagen, nee, hat mir dann doch nicht geholfen über die Länge. Aber ich würde mal so sagen, 80-90% der Fälle sagen, das hilft mir und ich will das weiterleben und auch versuchen, in meine Abteilung ein bisschen tiefer reinzubringen. Das ist, glaube ich, der Hintergedanke, den wir auch so wahrnehmen. Okay. Ja, 4 Minuten. Dann ist schon wieder die wahnsinnig kurzweilige Stunde zu Ende. Es gibt es ja nicht echt. Wirklich schön und kurz und knapp vergangen. So ging es mir zumindest.
Ich war natürlich auch aktiv am Mitmoderieren, bin ein bisschen befangen natürlich, wie immer. Aber ich weiß nicht, wie es die anderen sehen. Ich habe mal in den Chat nochmal den Diskussionslink für die weiterführenden Fragen gepackt, wo ihr dann gerne auch eure Kommentare noch hinterlassen könnt. Habt ihr denn spontan noch 2, 3 Fragestellungen oder offene Punkte? Haben wir was vergessen, Christian? Habe ich euch jetzt übergangen? War noch irgendwas offen? Nee, okay. Also gibt es noch 1, 2 Fragen? Ansonsten hätte ich gesagt, dann lasst es uns vom synchronen Austausch in die asynchrone Internetwelt wieder verlagern, insbesondere auf die Co-Learn-Seiten. Nutzt gerne auch eure Tools, die ihr habt, und wir verlinken es dann in das Discuss-Forum hinein. In jedem Fall ganz herzlichen Dank an Andrea und Christian für den sehr aktiven Part, die Darstellung des Lernpfads, die Darstellung von WDW als solches. Und ich hoffe, ihr konntet alle sehr viel mitnehmen und wünsche euch weiterhin einen ganz tollen, lernreichen Nachmittag und morgen, bis es dann in die KI-Session übergeht. Morgen früh um 9 KI at DATEV Promptathon, erste Erfahrungswerte, das wird dann die nächste Live-Session sein. Bis dahin ganz viel Spaß, Erfolg, Freude beim Diskutieren und Lernen. Wir sehen uns. Danke, Marcel, wunderbar.